Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Jubel und das Let's Play mit mir, Mintway von den Junkie Monkeys. Und ja, in der letzten Folge haben wir quasi eine kleine Gruppe Frachter und einen Konvoi entdeckt. An der Position sind wir immer noch. Wir sind am Ermitteln von Torpedo-Ziellösungen. Wir haben uns mit dem Echo-Cluster-Störer angelegt. Der hat zwei T5s von uns gekriegt, aber irgendwie ist da nicht so ganz wirklich was passiert. Der hat immer noch, ich sag mal, 75% seiner Energie. Der zieht sich zwar zurück. Aber ich würde sagen, also jeder U-Boot-Kommandant würde sich jetzt eigentlich verdrücken, weil wir sind hier in einer sehr heiklen Situation. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Ne? Ich stoppe die Maschinen. Und dann mal schauen, wie das jetzt... Was ist denn hier los? Kollidieren die? Das kann ja wohl nicht sein. Die kollidieren. Oder? Gibt's doch gar nicht. Die sind besoffen. Okay, mal Pause machen. Tatsächlich, hier, die kollidieren. Die sind doch besoffen, oder? Was meint ihr, saufen die jetzt ab? Das gucken wir uns an. Ne, die kreuzen sich einfach nur. Was für ein toller Bug. Die kreuzen sich einfach nur. Wir halten das mal fest auf dem Foto. Und mal eine Aufnahme hier. Eine Aufnahme. So, und dann mal schauen, ob die jetzt irgendwie Energie verlieren. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also der Frachter nicht. Und der Zerstörer auch nicht. Hätte ja sein können, dass die sich jetzt gegenseitig versenken. Da haben wir ja weggekracht. So, okay. Wie sieht das jetzt hier aus? Wir haben jetzt hier, den haben wir im Gange. Ja, den haben wir im Gange. Hier hinten kommt eine kleine Korvette. Wir müssen jetzt halt ganz vorsichtig uns hier reinschnögeln. Und mal schauen, was da jetzt passiert. Das könnte jetzt interessant werden. Also wir haben... Das wird lustig. Ich würde sagen, wir schießen jetzt erstmal auf den gleich. Kapitän? Und den hier hinten ermitteln wir auch schon mal. Torpedokurs berechnen. Dass wir hier schon mal ein paar Frachter mitnehmen. Oder wir vermitteln den Zerstörer. Der fährt nämlich anscheinend diese Strecke hier so runter. Wir ermitteln mal den Zerstörer. Das ist vielleicht sinnvoll, den zu ermitteln. Die Korvette, die könnte uns streifen. Die könnten wir auch uns nochmal zurechtstutzen. Ja, wir sind jetzt hier in der Zwickmühle. Ermittel mal schnell den Frachter mit. Das macht mir Sorgen, dass der so nah kommt. Muss ich ehrlich sagen. Das macht mir richtig Sorgen, dass der so nah kommt. Der andere Zerstörer, den wir hier angehittet haben, der kommt nicht mehr. Der ist weg. Der hat gemerkt, dass er mit uns nicht machen kann, was er will. Hier hinten ist noch eine Korvette. Auch eine Korvette? Ach du Scheiße. Hier ist ordentlich was los. Hier ist ordentlich was los. Okay, den Zerstörer haben wir jetzt gleich. Behält er den Kurs jetzt bei? Das ist die Frage. Was machen du?
sollten das mal einzeichnen. Der fährt anscheinend in diese Richtung. Wenn der jetzt den Kurs nämlich im Weibe hält, so wie es aussieht, dann werden wir dann nämlich jetzt gleich erstmal ein T3 draufziehen. Weil ich habe nur noch ein T5 und den müssen wir uns aufheben für schlechte Zeiten. So, wir schauen mal kurz, wie das hier aussieht jetzt bei der Torpedoverwaltung. Nein, das wollte ich nicht so. Ja, und hinten haben wir noch ein T5. Dann schießen wir als erstes Tor 4 raus. Tor 4. Ist ja Zonk. Befehl. Was machst du jetzt? Jetzt machst du ja doch was. Ach du Scheiße. Okay. 8% Sichtbarkeit. Es wird immer enger. So, hält der die Spur? Der hält die Spur. Wir schießen jetzt auf den Zerstörer. Rohr 1 bewässern. Und? Rohr 1 bewässert. Los. Herr Kaloy? Ich nehme mal den aus. Torpedo ausrichten. Den haben wir schon. Den hier hinten? Den haben wir noch nicht. Okay, dann rechnen wir die Korvette aus. Die könnte uns Ärger machen. Torpedokurs berechnen. Und du kümmerst dich mal um den da hinten. Torpedo ausrichten. Mal gucken, was da jetzt passiert. Ob er den trifft oder nicht. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ich glaube, der geht vorbei. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Kapitän? 30 Sekunden. Gucken, ob er den jetzt trifft. Sekunden. Der geht vorbei. Scheiße! 10 Sekunden bis Einschlag. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Scheiße! So ein Pech kann. Also, letzte Zeit habe ich hier nur noch Pech. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Ja, ich weiß. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Rohr 1 geladen. Wir holen uns jetzt die und werden dann nochmal ein T5 auf den Zerstörer schießen. Kaloy. Scheißegal. Torpedokurs berechnen. Hier ist ja nur Katastrophe wieder. Rohr 5 bewässern. Rohr 5 bewässern und... Rohr 5 bewässert. Los! So, die haben wir auch schon ausermittelt. Torpedo ausrichten. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässern. Und? Rohr 3 bewässert. Los! Los, und dann gehen wir auf Tiefe. Tauchen auf 50 Meter. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Tiefe. Was macht denn der T5 jetzt da? Kann doch wohl nicht wahr sein. Wie tief ist es unter uns? 114. 100 Meter. 100 Meter. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Na, trifft der? Ja, wenn der jetzt nicht trifft, dann fresse ich einen Besen. Hier ist ja was los heute, du. Sekunden bis Torpedo einschlagen.
30 Sekunden. Der ist vorbeigegangen. Wie kann das sein? 10 Sekunden bis Einschlag. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Feindliches Schiff wurde getroffen. Wir haben hier nur noch Torpedoversager. Schneller, schneller! Nur noch Torpedoversager haben wir hier. Legen Sie den Kurs an. Das ist ja schon nicht mehr normal, ey. Rohr 3 geladen. Der ist auf jeden Fall jetzt weg vom Fenster. Die suchen uns dahin. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die suchen uns tatsächlich da hinten. Dann gehen wir jetzt auf Zero-Tiefe. Auf Zero-Tiefe gehen. Und kleine Fahrt. Zero-Tiefe und kleine Fahrt. Und dann mal gucken. Wir müssen doch jetzt hier mal ein bisschen was loswerden. Leute, das kann ja wohl nicht sein. Wir haben jetzt 1, 2, 4 Torpedos und haben erst ein Schiff. Das kann nicht sein. Also, wenn das einer mitkriegt, das ist ja lachhaft, ist das, was wir hier machen. Da müssten wir uns eigentlich schon für schämen. 60. So. Meter. So, jetzt auf Zero-Tiefe. Und ran an Zero. Du auch. So, und jetzt alle Maschinen stopp. Ich habe die Schnauze so voll von euch. Also mittlerweile habe ich das Gefühl hier, ihr verarscht mich. Kapitän? Torpedo ausrichten. Wir könnten den C3 jetzt versenken. Könnte klappen. Wir warten jetzt, bis der bei 70% ist. Ist er jetzt, und dann werden wir nämlich jetzt hier die SS Humboldt, die haben wir auch schon mal ausrechnen. Herr Kaloy? Du müsstest mal, glaube ich, ganz dringend mit zur Torpedoverwaltung. T5 ist hinten noch drin, das wollte ich wissen. Den brauchen wir, das ist unser Fluchttorpedo. Hier klappt ja anscheinend gar nichts heute. Hier klappt gar nichts. Die T3s machen, was sie wollen. Die T5 machen, was sie wollen. Okay, der lädt gerade den. Dann bleibst du jetzt erstmal hier, weil wir machen gleich Platz hier. Und dann sieht das gleich ganz anders aus. So, okay, du hast Hallo. Jetzt gerade den am Ermitteln, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und du hast den C3. Torpedo ausrichten. Rohr 4, bewässern. Rohr 4 wird jetzt bewässert, dann holen wir uns den C3. Rohr 4, fertig. Und los. Los. Und der geht bestimmt wieder daneben, dann fresse ich ein Besen. So, und dann wirst du jetzt auch die Humboldt mit ermitteln. Und vielleicht sollten wir dann schon mal so langsam auf kleine Fahrt gehen.
Also wenn der jetzt daneben geht, dann zweifle ich hier langsam meine Leute an. Tut mir leid. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Er muss doch treffen. Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Rohr 4 geladen. 20 Sekunden. Er muss sitzen. Den Sekunden bis Einschlag. Er trifft. Sehr gut. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Der hat gesessen. Der geht auch unter. Das gefällt mir. So, jetzt gucken wir uns, jetzt warten wir kurz, was die Humboldt hier macht. Und in der Zwischenzeit werden wir uns mal um andere Frachter kümmern, die sich hier verdüfteln wollen. Und zwar haben wir hier den. Torpedo ausrichten. Den werden wir uns auch noch holen. Also wir haben jetzt ja einige Frachter hier, die jetzt schön bei uns in der Nähe sind, die wir jetzt schön versenken können. So, okay. Du machst jetzt die Humboldt. Die hauen wir jetzt weg. Scheiß Amis. Weg damit. Rohr 3. Bewässern. Da hauen wir Rohr 3 drauf. Rohr 3 bewässert. Los! Und los. So, und dann wirst du den ausrechnen hier. Torpedokurs berechnen. Und dann sneaken wir uns jetzt hier ganz gemütlich durch den Konvoi. Mal gucken, was hier passiert noch. So, du ermittelst jetzt den, ne? Ja, ist okay. Können wir auch ermitteln? Höhlenbruch, sie sinken. Okay, der C3 ist weg. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Das müsste natürlich recht interessant jetzt aussehen mit dem Konvoi hier. Das werden wir uns gleich mal angucken. Weil die sind ja alle ziemlich eng, die Schiffe. 30 Sekunden. Ja, guck dir das mal an hier. Was für ein Durcheinander. Ja. Machen wir mal ein Foto von. Und jetzt machen wir noch ein Foto, wenn die Explosion drin ist. Sieht nämlich immer interessant aus. So. Fürs Tagebuch. Haha. So, der war Getreffer. Sehr gut. Feuer an Deck. Wie sieht der Schaden aus bei dem? Oh. Oh. Ich glaube, der hat nicht gereicht. Herr Kaloy? Das ist natürlich jetzt doof. Mal schauen, ob der jetzt noch absäuft. Er verliert noch Energie? Er verliert noch Energie. Und mal schauen, gehst du weiter unter oder hältst du dich? Das ist jetzt das, was mich interessiert. Gehst du weiter unter oder hältst du dich? Jetzt komm, sauf doch ab. Okay, die Liberty-Klasse haben wir da hinten auch schon soweit. Den C3, der ist bei 90. Jetzt sauf doch ab! Ja, der geht unter. Der geht unter. Ja, Rettungsboote sind schon draußen. Den haben wir.
So, jetzt gucken wir uns mal hier weiter um. Herr Kaloy. Den C3 nehmen wir als nächstes. Wir haben ihn. Sie sinken. Ja, wir sind ja auch gut. Oder nehmen wir uns die Liberty. Wir könnten uns die Liberty hier hinten nehmen. Weil da kommt nämlich auch der Zerstörer auf uns drauf zu. Und das werden wir auch machen. Wir werden uns die Liberty holen. Rohr 3, bewässern. Und los. Rohr 3, bewässern. Los! So, dem gleichen Atemzug jetzt, Captain. Ermittelst du sicherheitshalber mal den Triple Class Zerstörer? Den haben wir ja schon so weit ermittelt. Das ist schon mal gut. Dafür haben wir unseren Sicherheits-T5 hinten. Falls alle Stricke reißen. Dann könntest du ja rein theoretisch gesehen schon mal hier auch die, den C3. Den könnten wir uns jetzt auch holen. Rohr 1, bewässern. Das wird ja kein Problem werden jetzt hier. Fertig. Und Rohr 1 bewässert. Feuer. Los. So, jetzt machen wir uns hier mal ein bisschen leer. Kitty, wir brauchen hier gerade niemanden, der die Elektromotoren bewacht. Tut mir leid, wir brauchen Leute, die jetzt erstmal schnell den Kreiselkompass ausschalten. Dann trägst du einen Kaffee und dann wirst du rangehen an die Torpedo-Vorwärmung und Ladung. Das war da jetzt. ...40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Ei, ei, Herr Kaloy. 30 Sekunden. Oh, die sehen uns. Irgendwer sieht uns. Alle Maschinen stopp. 20 Sekunden. Der setzt jetzt. 10 Sekunden bis Einschlag. Torpedokurs berechnen. Herr Kaloy. Der hat gesessen. Schwere Schäden am Rumpf. Torpedo ausrichten. Rohr 1 geladen. Reicht's für dich? Der ist auch weg. Ich glaube, der mit der Liberty. Der könnte daneben gehen. Herr Kaloy. Jetzt lauf doch ab. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Der ist gleich weg. Dreißig Sekunden. Sekunden. Trifft er? Der muss treffen. Kapitän? 10 Sekunden bis Einschlag. Wir können uns das nicht mehr erlauben, dass die jetzt nicht treffen. Und? Treffer. Treffer. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt holen wir uns noch den Lütschen hier. So machen wir das. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässern. Und? Rohr 2 fertig. Los! Raus mit der Kiste. Herr Kaloy? Dufti, was habe ich dir gesagt? Wir müssen hier ackern und nicht pennen. Torpedos vorwärmen. Zack, zack. Aber vorher kriegst du nochmal Kaffee. Dass du bei Kräften bleibst. Da war der Schrank.
So, und jetzt kannst du Torpedos vorwärmen. Bestätigt. Herr Kaloy? Wie sieht der T5 aus? Den werde ich wohl gleich brauchen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Bestätigt. Sicherheitshalber mal vorwärmen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Sag mal, wolltest du nicht untergehen? 30 Sekunden. Du musst doch eigentlich absaufen. 20 Sekunden. Gucken, ob der jetzt trifft. 10 Sekunden bis Einschlag. Oh nein, der geht vorbei. Oder? Ja, der geht voll vorbei. Oh nein! Fehlschuss. Oh, ich hasse das Spiel. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Also ehrlich. Was ist mit dir hier hinten? Du willst auch nicht absaufen, ne? Ne, du gibst noch Hackengas hier. Du hast schon Wassereinbruch, aber gibst Hackengas. Das ist schon traurig, aber wahr. Okay, man kann nicht alles haben im Leben. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Man kann nicht alles haben im Leben. Aber, meine Freunde, wir werden jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Der Zerstörer kommt uns jetzt langsam auf die Pelle. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Da verpasst ihr auch keine Folge mehr von U-Boot. Wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht bei U-Boot, schaut mal bei uns in die Tutorials rein. Da kriegt ihr Hilfestellung, weil das Tutorial hier so, also, ist ein bisschen doof im Spiel direkt. Deswegen haben wir da separat was gemacht, um euch das ein bisschen zu einfachen. Okay, ich will nicht weiter rumquatschen. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.